Alter, ist das eine Bullenhitze hier. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen hier mal wieder aus Santa Marta. Ich habe meinen Stuff gerade dabei. Wir gehen jetzt zum Supermercado. Da wird es auf jeden Fall ultra chaotisch. Richtig geil. Das Ding ist halt, was man halt in Santa Marta besonders findet, dass man so alte, an sich richtig nice Kolonialgebäude hat. Buenos dias. Die aber komplett in sich zusammengefallen sind unter dem Zeitlauf der letzten Dekaden. Und wenn die Dinger hier renoviert werden würden, was sie teilweise sind, dann wäre es einfach so schick. Und Cartagena ist halt alles renoviert. Deswegen ist Cartagena einfach eine sehr schöne Stadt. Aber zu heiß vom Klima. Halt viel heißer als Santa Marta. Nicht aushaltbar. Und halt die Leute, die labern halt einen den ganzen Tag an, weil es halt wirklich sehr, sehr arm ist hier. Super Geros. Da muss ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal eben neue Daten holen. Also mein Handy neu aufladen, neues Datenvolumen. Kostet für einen Monat 34.000 Pesos, also 8 Euro oder so. Also an den Super-Giros-Ständen spielen sie übrigens immer Lotterie. Da könnt ihr aber auch überall eure Datenvolumen aufladen oder halt Internet kaufen. Die Karte. Quanto Giga? 30.000, 9 Giga. Perfekt, du legst. Also hier könnt ihr auch immer eure Datenvolumen aufladen. Die Karte könnt ihr kaufen tatsächlich auf der Straße oder im Exito. Aber ja, was ich eigentlich sagen wollte, die lieben hier Lotterie, also ist auf jeden Fall voll das Ding hier. Wenn die ihr Gehalt kriegen, dann ist hier immer Schlange an allen Super-Giros lieb. Ich mache mir auch immer gleich ein Bild von meiner Nummer, die braucht man halt so häufig. Und dann läuft das schon. Also jetzt habe ich schon mal eben wieder neue Gigas. Jetzt habe ich unterwegs auch wieder Internet. Jetzt ist mein Arsch schon wieder gerettet. Aber guck mal, hier auch immer quasi die Vietnam-Taktik. Immer Eier zeigen. Immer Eier zeigen, wenn ihr über die Straße geht, dann wird das auch was. Aber trotzdem aufpassen, ist halt echt schon geisteskrank verrückt, der Verkehr. Ja, aber wie ihr hier seht, an sich ist halt Santa Marta ranzig. Ja, es ist arm, es ist ranzig, aber es ist authentisch wenigstens. Und irgendwie fühle ich das halt auf jeden Fall mehr als Cartagena. Weil es ist halt auch schon nervig hier, die Leute, aber lange nicht so nervig wie in Cartagena. Ja, und damit bin ich dann auch schon angekommen. Hier geht der Mercado los. Ihr seht, es ist früh am Morgen, 9:30 und es beginnt gerade schon stressig zu werden. Taxi ist übrigens voll teuer hier in Santa Marta. Deutlich teurer als in Medellin. Aber schauen wir mal, ob wir hier irgendwo was zum Naschen finden. Und dann zeige ich euch mal wieder so ein bisschen die reale Welt in Kolumbien. Mal ein bisschen raus hier, weit weg von Laureles. Eieiei. Auf jeden Fall fühle ich das hier schon. Es ist schon eine ganz andere Welt hier. Ihr seht halt immer Musik ballert und scheppert hier überall raus. Aber hier findest du halt immer die billigsten Sachen. Was haben wir hier? Taiwan? Guck mal, ich habe mitten hier in Taiwan gelandet. Ja. Es ist halt so auch das kleine Asien, muss man wirklich sagen. Nicht nur von den Preisen in Kolumbien, sondern auch, die fahren halt immer mit ihren Motos rum. Also Motos ist halt der Verkehr hier überhaupt. Ihr seht es ja, das ist halt wirklich schon ein bisschen Asien-Vibes hier auf jeden. Aber jetzt muss ich mir gleich erstmal einen Hugo gönnen zum Aufwachen. Nützt ja nichts, Leute. Und wie ihr immer wisst, wenn ihr Bock habt, mal auf ein 1-zu-1-Gespräch mit mir zur Reiseberatung oder wenn ihr irgendwo Hilfe braucht für Reiserouten oder einfach mal ein bisschen über Kolumbien schnacken wollt, das Handbuch zu Kolumbien gibt es jetzt gratis mit dazu als PDF-Datei. Einfach mal reinschneiden bei mir bei Instagram und dann können wir mal irgendwie so einen Termin ausmachen, mal ganz entspannte Runde quatschen. Manchmal frage ich mich aber auch bei diesen Läden, wer denn alles kauft? Also Kolumbianer haben auf jeden Fall, muss man sagen, so ein richtiges Kaufproblem. Also die kaufen wirklich jeden Rotz, wenn man denen das irgendwie schmackhaft macht. Finde ich eigentlich ganz witzig, hätte ich vorher auch nicht so unbedingt für Möglichkeit. Achso, und wo ich jetzt gerade die Schuhe sehe, Leute, krankester Tipp hier, wenn ihr nicht so große Füße habt wie ich, kauft euch Yeezys. Die sind so unfassbar gut gefälscht hier in Kolumbien und so billig. Ihr könnt ja für 10-fache bei eBay in Deutschland verkaufen. Also wirklich ein heftiger Tipp. Und hier vorne ist die Hauptstation, das ist der Mercado. Dort findet ihr auch irgendwie einen Souvenirladen, den checke ich jetzt auf jeden Fall mal aus. Aber da, genau, kann ich mich daran erinnern, da vorne steht nämlich der Bus und das ist, glaube ich, der Bus, den ich auch nehmen muss,
der bis nach Palomino fährt und der euch überall bei den Hostels rausschmeißt. Ja, Claro, seht ja hier, das ist der Anbieter, den ich auch habe. Und hier ist halt auch viel Polizei am Start, wie ihr das halt seht. Einfach weil es ja auch übertrieben unsafe ist. Also jetzt am Tag geht's halt noch. Aber selbst hier am Tag, hier sind halt wirklich, hier ist halt die Unterschicht so gefühlt. Also das klingt jetzt wieder so blöd, aber hier sind halt alle angekommen so. Jeder am Start und auch das letzte Mal habe ich hier mitten am Tag einfach so einen Überfall gesehen von Leuten, die irgendwo auf irgendwelchen Drogen waren oder so. Auch Prostituierte halt unter 18 das letzte Mal hier gesehen. Also es ist nochmal eine andere Realität hier auf jeden Fall. Aber hier kann ich mir doch, denke ich, mal eben was ziehen, Leute. Den Markt, den will ich euch jetzt auch nochmal eben zeigen, beziehungsweise will ich mir den selber mal angucken. Weil ich vielleicht auch noch eine Cappy brauche. Die habe ich hier auf der Straße gefunden. Vielleicht sollte ich mir nochmal was Schickeres holen, wenn ich da bald, wisst ihr ja noch gar nicht, was als nächstes passiert mit mir. Ja, wie gesagt, es ist früh am Morgen. Die fangen gerade hier an, ihre Läden aufzumachen. Hier gibt es auf jeden Fall den guten Derby-Sound. Was haben wir hier? I don't know. Hey, buenos dias. Buenos dias. Foto, ein Foto. ¿Dónde puedo comprar? Borra. Borra. Sí. Ven. Ven, ven, I'm coming. I'm coming. I follow you. Ja, immer hilfsbereit, die Dudes hier. Hier gibt es auch tatsächlich eigentlich ganz coole Klamotten. Kann man auf jeden Fall mal hier vorbeischauen. Ah, okay. Ja, das macht doch Appetit. Aber zumindest sieht der Supermarkt hier aus, als würde ich hier irgendwo was zu essen finden können. Irgendwer wird mir doch hier ein paar Eier im Topf schmeißen können, ja? Was ist das denn? Ach du heilige Scheiße. Orus! Son Orus? Oho! Orus! De qué animal es es? De ganado. De qué? De ganado. Ay, ay, ay. ¿Es rico o qué? ¿Es para comida? Sí. Ay, ay, ay. Bruder, er hat hier einfach Augen am Start. ¿Te gusta ojos? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Ay, ay, ay. Estoy asustado. No sé. Es raro para mí. Gracias. Ay, ay, ay. Er hat hier einfach, wer frisst den Augen? Das sah ja mal komplett widerlich aus. Leute, also mir graut's, ich hab Gänsehaut. Eieiei, ei, ei, ich werd Vegetarier. Oh mein Gott, schnell weg hier. Das ist mir hier zu bunt, Leute. Das können wir nicht mehr aushalten. Aber hier können wir nochmal Lotterie, ja, große Gewinne, Gewinne, Gewinne gibt's hier. Da werden wir reich. Reich, 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 reich. Schnell weg. Schnell weg von der Trampa hier. Okay, wo geht's jetzt hin? Ah, jetzt sind wir hier. Tomate. Si. A minuto manejas. Sí, ese. Para 15 minutos? Sí. Sí, super. Necesito más tiempo. Palomino. Dirección. Sí, Costeño Beach. Costeño Beach. Sí. Pero. ¿Cuánto más? Ah, okay, super. Gracias. Also alle 15 Minuten fährt der Bus hier. Aber ich bin ja noch auf meiner Frühstücksmission. Und was ist tatsächlich, also diese Leute, die jetzt hier was verkaufen, den könnt ihr eigentlich echt immer gut also sehr gut Trinkgeld geben. Weil ich bin halt so, die hustlen halt so. Also die machen halt echt gar nichts an Cash. Die haben halt echt ein hartes Leben. Aber die arbeiten wenigstens. Und dann gebe ich den Leuten halt immer mehr, anstelle von den Leuten, die auf der Straße rumlaufen und dich belästigen und einfach nur nach Kohle fragen. Hey, grandes. Segundo piso. Segundo piso? Ah, okay. Super. Da está la puerta aquí derecho, entra ahí y sube la escalera de arriba. Ah, okay. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Ah, siehst du, hier sieht es doch schon mal gut aus. Desayuno, desayuno? Solo aquí? Nein. Oh, ja. Desayuno.
¿Tienes huevos revueltos? Sí. ¿Cuánto es? 10 con patacones o con yuca. No, ¿para 5? ¿6? ¿Cómo? ¿5 o 6? No. Ich muss sagen, ich fühle das jetzt gerade schon so ein bisschen wieder in dem Reise-Vibe einfach zu kommen. Man jetzt hier rumzulaufen, so nach 9 Wochen Medellin pimmeln, ist schon mal ganz witzig wieder. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall einen Monat auch bald an den nächsten Ort verbringen. Dazu aber dann mehr in dem nächsten Video. Auf jeden Fall abonnieren, um weiter dran zu bleiben. Jetzt habe ich mir was bestellt und wie immer schön nachgefragt, dass sie extra Soße mit dazu machen auf den Reis. Ja, aber grundlegend Kolumbianer mal wieder echt freundliche Menschen. Ich habe extrem Lust, nach dem nächsten Monat durch Kolumbien zu reisen. Wie gesagt, ich bin immer noch am Überlegen, schreibt mal in den Kommentaren, soll ich mir ein Motorrad kaufen? Soll ich das machen und mit dem Motorrad komplett durch Kolumbien fahren? Oder halt mit dem Flugzeug und dann halt nach Cali und nach Bucaramanga, also nach Städten oder Gesamtorten in Kolumbien, wo halt keine Touristen sind. Da habe ich Bock drauf, wirklich mal Kolumbien komplett kennenzulernen. Mit allen Facetten und mit allen Lagen, Westen, Süden, Osten, Norden und so weiter. Das wird auf jeden Fall spannend. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, dann haut die auf jeden Fall auch mal rein. So Leute, da haben wir unser Prachtmal hier am Start. Reis mit, ich habe extra gefragt, Soße von der Suppe drüber, damit es nicht so trocken ist. Schön Rührei, ein bisschen Toastbrot, meine Cap, die ich auf der Straße gefunden habe und mein viel zu vollgepackter Rucksack, weil ich ja nicht mehr so viel reise aktuell. Alter, der ist so voll bin ich noch nie unterwegs gewesen. Geistesgang. Naja. Jugo a ti. Ella no te quiso hacer el jugo a ti. Dijo a preparar el jugo. Pero para más tarde mañana. Pero voy a Costeño Beach y no regresar en el próximo mes. Aber ja, trabaja in Kosinovic. Soy alemán. Bueno, ya, junto a él. Pero un día voy a regresar. Sí. Y beber mango aquí. Vuelve para acá el desayuno y el almuerzo. Estamos abiertos a las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para esta próxima, si te voy a guardar. Hay de todo. Sí, listo. Ok, feliz día. Dale, bye. Bye, bye. Goodbye. Also, Leute, ihr seht es ja, Kolumbien immer wieder freundlich. Und ich habe dieses Mal zum Glück eine leere Plastikflasche dabei gehabt. Das ist jetzt hier mein Mango-Hugo umgefüllt. Denn die kam hier mit einem Bolzer um die Ecke. Also mit einem Plastiksack halt. Du sollst halt aus dem Plastiksack saufen. Und das ist so Mittelamerika-Vibes, weil da gibt's das, geht das nicht anders. Da habe ich den Dude mal eben gesagt, Bruder, kannst du mir das nicht nochmal eben umfüllen? Ja, jetzt kann ich das hier schön entspannt im Bus trinken. Puh, geil, also wie immer freundliche Menschen. Also schaut auf jeden Fall hier auch mal bei dem Market vorbei, wenn ihr hier in Santa Marta seid. Ist auf jeden Fall nochmal eine andere Welt. Macht Spaß, auch hier rumzulaufen. Vielleicht in der Dämmerung auf jeden Fall vermeiden, hier in der Area unterwegs zu sein. Das wird der Schafe transportiert. Zieht euch das mal rein. Ja, auf jeden Fall geil. Also ich liebe das so ein bisschen, so diese, das ist so richtig Traveler-Welt. Hat für mich schon gefühlt, schon, ich weiß nicht, Asien-Vibes hier einfach in Kolumbien. Es ist geil, es ist einfach mega geil hier. Wisst ihr dann Bescheid mit den typisch kolumbianischen Schirmen? Dann muss ich nur noch mal eben gucken. Da ist mein Bus. Nein, der fährt gerade weg. Nein, verdammt, mein Bus fährt gerade weg. Bruder, jetzt muss ich genau 15 Minuten noch mal wieder warten. Was ein Esel. Ich renne da jetzt hin. Bruder, ich renne da jetzt hin. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Verdammt. Nein. Aluminio? Aluminio, claro. Ja, Bruder. Sport am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Jetzt haben wir es doch noch mal geschafft hier. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.